Es ist endlich soweit. Wir haben ein offizielles Release-Datum zu Marvel Spider-Man 2 von Insomniac Games exklusiv für die PS5 erhalten. Und zwar soll das Ganze am 20. Oktober diesen Jahres veröffentlicht werden. Mega nice. Wir haben das Ganze hier am Summer Game Fest moderiert von Jeff Keighley präsentiert bekommen. Da war nämlich Insomniac Games auch nochmal eingeladen. Außerdem hat man uns hier gezeigt, wie das offizielle Cover vom Case aussehen wird. Wir sehen dort Peter und wir sehen dort auch Miles drauf. Mega nice gemacht, auch Miles hier mit der Venom Power und auch Peter, wie er dann hier teilweise den Symbiontenanzug trägt. Und das spiegelt natürlich auf jeden Fall auch das wider, was wir dann im Game erleben werden. Außerdem gab es natürlich dabei noch ein paar weitere Infos. Es gab noch das ein oder andere Konzeptart, was wir da noch präsentiert bekommen haben. Und das war doch schon ganz interessant, denn auch hier ist man von Insomniac Games nochmal darauf eingegangen, dass natürlich neben dem Lizard, Venom und auch Kraven nicht nur diese drei Gegner im Spiel vorkommen werden, sondern es wird darüber hinaus auch noch weitere Gegner geben. Hier sehen wir dann im Konzeptart Kraven, wie er gegen Peter kämpft, und im Hintergrund sehen wir auch nochmal Miles. Und an der Stelle wurde dann auch nochmal erwähnt, dass Kraven keine super außergewöhnlichen Kräfte hat, sondern er ist einfach der beste Jäger der Welt und geht halt in New York einfach auf Jagd. Hier sehen wir dann im nächsten Konzeptart auch nochmal einen Fight zwischen unseren beiden Spider-Männern und Venom, und das hat doch ein bisschen für Aufruhr gesorgt, dieses Konzeptart. Mega nice hier, wirklich impulsant das Ganze bei Nacht, bei Regen, und das gibt uns natürlich auch nochmal einen kleinen Einblick darauf, was uns im eigentlichen Game dann erwarten wird. Im weiteren Interview ist man dann auch nochmal ein bisschen darauf eingegangen, wie sich New York gestalten wird, beziehungsweise was die Map-Größe betrifft. Das wussten wir allerdings auch schon jetzt im Vorfeld, dass Manhattan, Queens und Brooklyn sozusagen dann wirklich die doppelte Größe der bisherigen Map uns im Game liefern wird. Interessant war an der Stelle dann auch noch die Info von Brian, dass wir nicht im Game einen Eddie Brock Venom finden werden, beziehungsweise antreffen, sondern dass es wirklich eine ganz eigene Story rund um Venom sein wird. Das bedeutet also, wir müssen darauf gespannt sein, was uns die Story erzählt, wer hinter Venom steckt, beziehungsweise wen er sich dann wirklich so einverleiben wird und wie das Ganze tatsächlich dann so ineinander übergeht. Dass wir natürlich auch sehen, dass Peter dann auf einmal den Symbiontenanzug hat und sozusagen ja zu einem Part von Venom wird. Fragen über Fragen, dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal das Game spielen, und außerdem wurde auch noch darauf eingegangen, dass natürlich Peter, gerade wenn er den Symbiontenanzug anhat, dass er dann einfach stärker, heftiger und noch aggressiver rüberkommt, und dass es natürlich auch ein Part von seiner ganzen Entwicklungsstory ist, und da bin ich auch schon gespannt, was uns im Detail dann dort erwarten wird. Mal schauen, wir haben natürlich hier mit dem Gameplay-Material schon das ein oder andere gezeigt bekommen. Hier beim Summer Game Fest gab es leider kein neues Gameplay-Material, aber in einem separaten PlayStation-Blog-Eintrag, den Link dazu, den findest du auch unten in der Videobeschreibung, da gab es dann weitere Infos, zum Beispiel auch was Vorbesteller-Boni betrifft. So bekommst du zum Beispiel zwei Outfits dafür, und zwar einmal das Eric Knight Suit Outfit für Peter und den Shadow Spider Suit für Miles. Da kannst du dann auch nochmal switchen in unterschiedlichen Farbkombinationen. Also richtig cool gemacht, als Vorbestellerbonus natürlich auf jeden Fall ordentlich was wert. Es gibt dann den Webgrabber nochmal dazu, und es gibt auch außerdem nochmal drei Skill Points. Da bin ich gespannt, ob die dann nur für Peter, nur für Miles oder aber für den Skill Tree für beide gelten. Mal schauen. Die Vorbestellungen selber werden ab 16. Juni 10 Uhr möglich sein, und da kannst du dich dann auch entscheiden, welche Version du nimmst. Nimmst du die Standardversion, die Digital Deluxe Version, oder aber nimmst du die Collectors Edition. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es eventuell auch eine Deluxe Edition als Disc-Variante gibt. Auch in der Collectors Edition haben wir keine Disc dabei. Dafür gibt es aber ein paar richtig nice Dinge. Und zwar in der Deluxe Edition hast du nochmal die Möglichkeit, 5 weitere Outfits für jeden Spidey zu bekommen. Bedeutet nochmal 5 extra Outfits für Peter und 5 extra Outfits für Miles. Auch das findest du alles im PlayStation Blog-Eintrag in dem Link unten in der Videobeschreibung. Schau dich da gerne mal um, sind richtig fette Sachen dabei. Außerdem gibt es dann auch noch für den Fotomodus ein paar zusätzliche Items, und es gibt noch mal 2 weitere Skill Points. Also an der Stelle lohnt sich das Ganze natürlich auf jeden Fall. Apropos lohnen, für 250 Taler hast du dann die Möglichkeit, dir die Collectors Edition vorzubestellen. Da ist dann logischerweise auch die Digital Deluxe Edition mit drin, und du bekommst zusätzlich dazu auch noch
die Figur, die 50 cm groß ist, in der du Venom im Kampf gegen unsere beiden Spideys siehst. Richtig nice gemacht, passt natürlich auch nicht in jeden Schrank, von daher muss man schauen, für wen das Teil was ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ schnell vergriffen sein wird. Bei der Collector's Edition ist dann außerdem auch noch ein spezielles Steelbook dabei, so wie wir das ja auch bereits aus anderen Collector's Edition rund um Games schon kennen. An der Stelle ein bisschen schade, dass es scheinbar wirklich so aussieht, dass die Digital Deluxe Edition wirklich nur ja, in digitaler Form zur Verfügung stehen wird, dass es keine ja eigentliche Disc Deluxe Edition noch geben wird. Mal schauen, was wie gesagt bis zum 20. Oktober noch passiert. Sobald es neue Infos rund um Spider-Man 2 gibt, wirst du natürlich dazu hier auf dem Kanal informiert und von daher bleib einfach gerne mit einem Abo am Start und wenn dir das Video hier gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du ein Like da lässt. In diesem Sinne, hab viel Spaß noch beim Zocken, wo immer du auch gerade dran bist und wir sehen oder hören uns beim nächsten Video. Also hau rein und mach's gut!